Chakalaka, schönen guten Tag, Freunde. Mein Name ist Bernhard und ich begrüße euch zum heutigen Video. Mal kurz aufs Klo. Da, Baby, mach. Da hinten irgendwo. Zack, Alter. Fetter Arsche. Yo, Mr. Player oder was? Playboy 69. Hat dieser Typ sich vielleicht ein paar Tipps von dem Dating-Coach aus dem letzten Video geholt? Ich glaube, sie hat das gar nicht gefeiert. Die bleibt dort einfach so stehen, als wäre das so Hollywood-Film mit Zeitlupe und Animation. Zack, Alter. Fetter Arsche. Es gefällt dir, Baby, ja? Ich weiß es. Sag mal, spinnst du? Wieso? Seine Brille ist kurz nach Dubai geflogen. Legenden besagen, dass sie sogar bis heute noch fliegt. Aber ja, Bro, vielleicht war es dafür ein bisschen zu früh. Oder ist es überhaupt dein Girl oder deine Schwester? Sweet home, und prädiziell na mein. Die Wespe hat sich kurz gedacht, scheiß drauf, und hat auf vollen Angriffsmodus gewechselt. Selber schuld, ich sag dir ehrlich. Das ist echt eine abgefuckte Situation, Bro. Also wäre so eine aggressive Wespe nachts in meinem Schlafzimmer, Bro. Da gibt's wirklich nur eine Sache, die dagegen hilft. Problem entdeckt, Problem analysiert und Problem gelöst. Dieser Streamer hier hat vor ein paar Tagen entspannt gestreamt, bis er ein komisches Geräusch von seiner PS4 hinter sich gehört hat. Hä? Und natürlich guckt man da halt auch mal nach. Also, was soll schon bitte passieren? Soll die PS4 jetzt explodieren oder was? Ja, war geiler Stream heute. Danke für die Unterhaltung. Der Arme, was ist da gerade in seinem Zimmer passiert? Der nächste Stream von ihm startet dann so. Oh, hey, guck mal, ein süßer Hund. Yo, what the fuck? Ah, was geht denn bei dem kleinen Racker ab? Viel zu notgeil. Such dir mal jemand eine Freundin, ist ja ekelhaft. Was macht er da? Hey, girl, I have a fun question. What's your question? What's your question? Why did you just go... Die begegnen sich dort gerade auf OmeTV. Das ist halt so eine Seite, wo man mit random fremden Leuten einfach Videochatten kann. Und dieser Kerl hier ist der übelste Troll. Also normal würde man halt so auf der Plattform ein bisschen reden, ein bisschen fragen, wie das Wetter so ist. Aber der Typ ist voll am Reintrollen mit so Fake-Facecam-Edits und alles. Guckt es euch bitte an, wie er die Mädchen auseinander nimmt. No, because actually, I was gonna ask yes or no. Yes or no? Yes, yes. Or no? Yes. Really? Yeah. All right. Then you do that. Yo, what up? Hi. Junge, die haben eine Psychose danach. Kleine Schweigeminute für die zwei Mädchen, die danach leider in die geschlossene Anstalt mussten. Erinnert ihr euch noch an diese Frau hier? Ja, richtig, das ist Angela Merkel. Und ich weiß, ihr fragt euch auch immer so, ey, was macht eigentlich Angela Merkel gerade so? Was geht bei ihr ab im Leben? Naja, ich kann euch sagen, was bei ihr abgeht. Sie ist jetzt Rapperin. Donatella an meinem Hals, dachte die Schuhe, sieh mich. Ich? Kein Undercover-Flex, Gübi. Der Klapper ist gewaxt, also zwei mich satt. Ja, klingt geil. Packe ich mir direkt in die Playlist. Stellt euch mal vor, ihr macht so einen entspannten Abend mit den Jungs. Seid am Chillen, so. Und du bist connected mit der Musikbox. Und auf einmal geht der Shit an. Du willst Hacks auf meinen Nacken, doch hast keinen Quatsch. Bist du grad nicht über Cash? Versteh ich keinen Satz. Zahlen dein 10.000 Euro Check reicht für eine Nacht. Raus aus dem Bundestag und rein in die Charts. Yo! Was sind das für sassy Clips heute? Chillt doch mal. Stellt euch mal vor, ihr seid im Urlaub und wollt so an einem Streetfood-Stand ganz kurz anhalten. Bisschen Essen von einer neuen Kultur testen. Dies, das, so einen kleinen Snack halt mitnehmen. Und das ist euer Koch da. Chef,
Chef, habe ich irgendwas falsch gemacht oder wieso bist du so sauer, Alter? Was machst du da mit meinem Essen? Alles gut, ich habe es mir anders überlegt. Ich habe doch keine Hunger mehr. Ich will doch nichts mehr essen, aber danke. Trotzdem, ciao, ciao. Ich wollte nur den Ball testen. Hey, Jungs, ihr seid wirklich am Arsch jetzt. Er sieht ihn ankommen, nimmt ihn direkt mit der Brust und Tor, ja! Ach, das geht doch wieder. Bisschen Kleber drauf und das passt. POV, wenn ich und mein Cousin keinen Führerschein haben. POV, wenn ich und mein Cousin keinen Führerschein haben. Junge, die haben einfach das komplette Teil geflippt. Dings, ich war letztens in Kanada und wollte so ein bisschen chillen halt, bisschen mir die Natur angucken. Und dort kam ein verfickter Bär auf uns zugerannt. Und in solchen Survival-Videos habe ich halt gelernt, man soll stehen bleiben und so laut schreien wie nur möglich, um den Bär Angst zu machen, damit er sich direkt wieder verpisst. Und genau das habe ich dann halt auch gemacht. Guckt es euch an. Als ich uns alle gerettet habe. Rawr, Daddy. Rawr. Yay. Ich hab den Bär mal gezeigt, wer hier der Chef ist, okay? Der Pisser hat sich direkt eingeschissen, Alter. Guckt den euch mal an, was für ein Loser. Geh nachts in das Schlafzimmer deiner Eltern und film ihre Reaktion. Ich fang an. Also nachts in das Schlafzimmer der Eltern reinzugehen, ohne zu klopfen, ist ziemlich riskant, Bro. An die Arbeit! Spinnst du, Anne? Ich stell dir gleich mal Andis Schwester vor. Wer ist Andis Schwester? Anne! Wer ist Anne? Anne, Fresse und jetzt hau ab! Lass mich pennen! Was? Hätte ich das bei meinem Vater gemacht, würde ich für 2 Wochen unter der Brücke schlafen. Ohne Essen und Bettdecke. Der Bruder ist nicht high, er ist nur 50% high. Boah, die Ähnlichkeit ist schon groß. Ey, die Arme wurden auseinandergenommen. Das war die schlecht geschauspielerste Reaktion, die ich jemals gesehen habe. Die Arme versucht mit aller Kraft zu überdecken, dass sie gerade innerlich am Heulen ist. Wie viele Bundesländer gibt es denn? 10. 10. Okay. Nenne uns da mal 3 Stück. Gib dir Mühe. Bundesländer? Richtig. Wie gesagt, ich habe im Deutsch nicht aufgepasst, keine Ahnung. Bundesländer sind, glaube ich, nicht in Deutsch. In welchem Fach hat man die Bundesländer gelernt? Bio? Nein, auch nicht in Biologie. Man hat das in Musik gelernt, Bro. Ja, stark. Aber Bruder, komm, jetzt nenne uns 5 Bundesländer. Berlin? Ja? Das war sogar richtig. Ich dachte jetzt, er wird komplett reinscheißen, aber... Ja, schade. Ist gar nicht so lustig, wenn er die richtige Antwort hat. Deutschland? Bitte? Deutschland? Gut, Deutschland. Und damit war es das auch wieder. Bruder, es hat doch so gut angefangen. Wie konntest du so sehr vom Weg abkommen? Ja, weiter? Keine Ahnung, England, irgendwie so. Weiter? Nein, du hast 3 gesagt. 5. 5? 2 noch, komm Bruder, schaffst du. Hagen. Hagen City. Ja? Ja, eine Stadt, aber geil. Kosovo. Seine Lieblingsfarben sind Metall und 4. Ja, und seine Lieblingsfächer in der Schule sind die Ferien. Bruder, what the f***? Kosovo? Hagen? England? Bruder, du wirst niemals die Schule schaffen. Aber egal, werd dann einfach Rapper oder so. So, alle, die einen IQ über 100 haben, like das Video. Ich will sehen, wie viele schlaue Zuschauer ich habe. Ich wünsche euch was. Peace out.